Hallo und herzlich willkommen zu Die Sims 4 mit unserer WG. Und wie man hier sehen kann, befinden wir uns aktuell in Windenburg bei Sophias Familie. Da hier ist ihre Mutter und ja. Sophia selbst spricht gerade mit ihrem kleinen Bruder. Und ich muss ehrlich sagen, ich nehme die Folge gerade zum zweiten Mal auf, weil es leider Komplikationen gab. Deswegen ist es jetzt schon Abend. Als ich begonnen habe mit der Aufnahme, war noch morgen früh. Also früh morgens. Und im Grunde, wir haben den ganzen Tag eigentlich gemeinsam verbracht. Aber wir fangen jetzt einfach an der Stelle an, ja, wo ich aufgehört habe. Und zwar ist Folgendes passiert. Und zwar ist, naja, ist eigentlich nicht lustig, aber es gab einen Verlust in der Familie. Und um genau zu sein, ist Sophias Vater Björn gestorben. Also wenn man hier sich das am Stammbaum anschauen möchte. Hier ist Björn, der ist leider ab. Er hatte leider ein Ableben wegen Überanstrengung. Das war in der Nacht der Hochzeit von Liberty und Jasper. Also als ich am nächsten Morgen in die Familie gekommen bin, ist er scheinbar kurz davor verstorben. Und ja, das ist jetzt gerade für die ganze Familie so ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich mir gedacht, dass heute so ein gemeinsamer Tag mehr oder weniger sein könnte. Eigentlich war geplant, dass die dann vielleicht noch was gemeinsam essen gehen. Aber wenn hier vielleicht noch was zu essen übrig ist. Ja, ist noch eine Muschelsuppe für dich? Nein. Kannst du dir nichts zu essen nehmen? Gut. In dem Fall würde ich nämlich einfach sagen, dass die Familie jetzt noch Abendessen geht. Oder vielleicht könnte sie jetzt mit Kendra Abendessen gehen. Ihr müsst euch eben vorstellen, dass Sophia jetzt den ganzen Tag im Grunde mit ihrer Familie verbracht hat. Die waren schon frühstücken, haben dann, also Sophia und Elsa haben auf Arvid aufgepasst, auf den Kleinen, damit die Mutter die ganzen Sachen regeln konnte, die jetzt anfallen. Wenn der Vater verstirbt und ich glaube, Sophia braucht jetzt auch so ein bisschen Aufmunterung, nachdem sie jetzt die ganze Zeit für ihre Eltern da war. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht mit Canberra zusammen eine Runde Abendessen gehen könnten. Hier, also Bistro du Martin. Martin. Da waren wir frühstücken und vielleicht gehen sie jetzt in dieses Bayside Grill-Ding da mit Kendra eben. Ich meine, Kendra ist vermutlich ein bisschen müde von der Arbeit, aber vielleicht holt sie ja Sophia im Prinzip ab. Also, ich glaube, die haben kein Auto. Ich meine, es gibt bei Sims ja allgemein keine Autos, aber die leben in der Großstadt, also von dem her sind Autos sowieso ein bisschen unnötig meistens. Das heißt, wobei, vielleicht hat sich das Auto von Jasper geliehen. Ich gehe davon aus, dass Jasper schon eines hat. Immerhin wohnen die ja so ein bisschen am Land, also Windenburg. Also richtig ländlich würde ich jetzt Windenburg auch nicht sehen. Aber zumindest eine Stadt, die schon eine Größe hat, wo man durchaus auch mit dem Auto fahren kann. Während es nämlich schon nur, ja, man ist in Großstädten einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu Fuß oder mit dem Fahrrad definitiv schneller, als wenn man jetzt versucht, mit dem Auto irgendwo hinzucruisen. So, und ich würde gerne wissen, warum es dir so schlecht geht. Musst du nur auf die Toilette? Ja, du musst nur auf die Toilette, das ist gut. Aber dann kannst du nämlich schnell hier auf das Töpfchen hopsen. Das ist im oberen Stockwerk. Ich habe hier jede Menge neue Grundstücke runtergeladen. Die meisten habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Haben die keine Toilette? Hä? Achso, hier. Hier ist doch eine Toilette. Gut. Achso, die sind beide Unisex. Das ist natürlich auch praktisch. Da würde ich sagen, gehst du mal auf die Toilette und die traurige Sophia bittet jetzt mal um, ja, vielleicht direkt einfach dieser Tisch hier. Wobei, ich versuche eigentlich immer so ein bisschen in der Nähe von der Küche zu sein, damit ich das so ein bisschen im Blick habe. Aber gut. Nimm einfach mal den Tisch hier unten. Na, gehen die beiden heute so im Partnerlook. Also beide so mit dieser Jacke und so der Jeans. Das ist eigentlich ganz süß. So. Kendra, oh, du brauchst dringend Spaß. Na gut, vielleicht kannst du ja, also könnt ihr dann ja später ein bisschen Spaß haben. Kendra, geh wirklich richtig auf die Toilette. Und dann setzt du dich an den Tisch, wo Sophia jetzt momentan schon sitzt. Oh, aber sie ist jetzt wieder ganz kokett, weil sie sich eben freut, dass das gemeinsame Abendessen mit Kendra da ist. Für Kendra und Hunger? Ja, okay, nicht so viel, aber so ein bisschen. Oh, gut, dann würde ich sagen, ihr könntet beide vielleicht so eine Frucht. Wobei, ich glaube, Kendra trinkt so dieses Malzbier-Float-Ding da. Ich glaube, das ist eher so Kendras Ding.
Und Sophia trinkt eben die Fruchtbrause. Und was haben wir hier da so an Essen? Ah, es ist eher so, eigentlich auch so eher so Frühstückssachen. Na gut. Wie wär's denn mit... Achso, was wird denn hier empfohlen? Arme Ritter. Na gut, am Abend vielleicht. Könntest du Lachs in Kräuterkruste essen und für dich gibt es einen Thunfischauflauf. Und dann kannst du dich hier wieder hinsetzen und mit Sophia ein bisschen plaudern. Vielleicht sie auch so ein bisschen trösten. Ich meine, die Option trösten gibt es leider nicht. Oh, aha, was war das Telefon hier? Ich habe gerade gedacht, oh, ein Timer geht, aber nein. Kannst du so brillante Ideen mitteilen? Also Sophia hat heute auch mit ihrer Mutter so ein bisschen drüber gesprochen, was jetzt in der Zukunft passieren wird. Denn man muss ja jetzt bedenken, sie müssen sich jetzt schon Gedanken drüber machen, denn sie haben jetzt gesehen, okay, es kann immer passieren, dass ein Elternteil verstirbt und die beiden haben ja noch einen kleinen Jungen. Also Arvid ist ja jetzt noch ein Kleinkind und ich meine, Elsa, die ist schon, also sie ist noch ein Teenager und die kann dann jetzt auch nicht immer so alleine das alles schaffen. Und ich glaube, Kendra ist da eine richtig gute Ansprechperson für Sophia, weil Kendra hat das Ganze schon mal durchgemacht. Sie war immerhin das Kind, das die Eltern verloren hat, mehr oder weniger, denn ihre Mutter war nicht für sie da. Und es gab eigentlich dann nur Jasper. Und das heißt, die kann sich, glaube ich, ganz gut in Elsas Rolle hineinversetzen, was auch als Teenager nicht ganz so leicht ist. Wobei Elsa ja, glaube ich, ein bisschen älter ist. Also ich glaube, Elsa ist schon so 17, 18, also kurz davor, erwachsen zu werden. Und Kendra war ja damals 15 oder so Ende 14, Anfang 15. Und ich glaube jetzt, sie will einfach so ein bisschen für Aufmunterung sorgen, dass Sophia sich besser fühlt und dass sie auch weiß, dass Kendra auch für sie da ist. Und dass die beiden das schon auch gemeinsam durchstehen werden. Denn ich glaube, Unterstützung ist genau das, was man sich in der Zeit erhofft, vor allem wenn man sich so alleine fühlt. Man muss jetzt bedenken, Sophia zum Beispiel, muss sich jetzt ja also ihre Mutter ist komplett fertig mit den Nerven. Ihre Schwester, das hat man beim Frühstücken gemerkt, ist unglaublich traurig. Also ich glaube, die war total das Papakind. Und das heißt, Sophia muss sich jetzt dann eigentlich darum kümmern, dass sie das alles wieder so in richtige Bahnen lenkt, denn ich weiß auch nicht, ob ihre Mutter sich jetzt vielleicht erholen wird. Vielleicht kommt es ja bald zum Versterben der Mutter. Das wäre schon ziemlich heftig für Sophia und da braucht sie natürlich Kendra. Und ich glaube, Kendra kann auch richtig gut für Sophias Geschwister da sein. Was möchtest du denn? Oh, Antechtel möchte mit Sophia. Oh, bist du's. Und was willst du? Du wirst den Nagerkäfig säubern. Ja, kannst du auch machen. Ah, okay, morgen kann ich nichts auftragen. Ich kann sie nur um sich selbst kümmern. Die beiden reden über ihre Brüste. Oh, hier ist morgens Vater. Den treffen wir sowieso ziemlich oft, muss ich sagen. Die sind immer wieder unterwegs. Wer ist dann hier? Den Typen haben wir auch schon sehr oft gesehen. Und, achso, Sophia geht jetzt gerade auf die Toilette. Gut. Das heißt, Kendra wartet hier. Und, ja, Kendra. Das ist momentan schon ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, ich finde es großartig, was Kendra im Laufe der Zeit für eine Entwicklung durchgemacht hat. Okay. Gut, das mit dem Singen hätte jetzt gerade nicht unbedingt sein müssen, du zerstörst die Stimmung. Wirklich. Wirklich ganz, ganz schlimm. Ach, Kendra ist leider jetzt nicht so die große Sängerin. Das ist dann... Oh, ich weiß gar nicht, Sophia... Oh, ich glaube, ein bisschen singen kann Sophia schon. Ah, sie muss sich in die Zeit vertreiben. Oh, und kaum ist Sophia von Kendra weg, fühlt sie sich schon wieder richtig traurig. Ja, dann komm wieder hier hin, setz dich wieder an deinem Platz und lass dich von Kendra wieder trösten. Wahrscheinlich, weil wenn sie... Das kenne ich eigentlich von mir auch ganz gut. Also wenn ich traurig bin und alleine bin, dann habe ich einfach Zeit, über diese Traurigkeit nachzudenken. Dann fühlt sich das immer viel schlimmer an, als wenn man wirklich die Ablenkung hat. Und ich glaube, da ist es auch ganz gut, dass sie jetzt mit Kendra hier ist. Denn dann kann Kendra sie wieder so ein bisschen aufmuntern. Und ja, sobald sie wieder hier bei Kendra ist, fühlt sie sich wieder gut. Ach, naja, wobei richtig gut. Also die Trauer, also die ist schon noch vorhanden. Also das kann man natürlich nicht von der Hand weisen. Aber sie fühlt sich zumindest ein bisschen besser. Und sie war heute auch zweimal essen. Also die hat sich heute was gegönnt. Ich meine, die Familie hat auch genug Geld, so ist es nicht. Ach, übrigens, wenn wir jetzt schon von Geld reden und von Familie, das ist jetzt auch sehr ein aktuelles Thema, auch gerade durch den Verlust von Sophia. Die beiden, also das ist so mein Plan, dass die beiden, wenn... es soweit ist, dass Clara leider auch verstorben ist. Also Clara ist jetzt, also
Ja, Clara ist hier. Clara ist jetzt die Mutter von Sophia. Und sollte sie auch versterben, dann muss sich ja Kendra mit Sophia zusammen um Arvid und Elsa kümmern. Und das Ding ist das. Die beiden müssen dann ja Sorge tragen für sie. Und das geht in der Wohnung natürlich nicht. Und das heißt, die werden hier gemeinsam in das Anwesen von Sophias Familie mehr oder weniger ziehen. Und dort dann versuchen, sich gut um ihre... Oh, die Trauer, sie hat jetzt die Trauer sogar relativ gut überwunden. Ich glaube, Kendra ist wirklich sehr gut darin, Leute zu trösten. Aber ich glaube, wie gesagt, sie versteht die Situation ganz gut. Ach ja, jedenfalls ist der Plan, dass die beiden in das Haus ziehen, in dem Sophias Eltern jetzt gerade wohnen. Allerdings ist das Haus nicht so richtig perfekt ausgelegt auf sie, also auch nicht wirklich deren Geschmack und so weiter. Und deswegen habe ich Britzelblub gebeten. Also Britzelblub hat einen eigenen YouTube-Kanal und Britzelblub baut für mich ein Haus. Also ich habe für ihn schon ein Haus gebaut und jetzt machen wir es im Grunde umgekehrt. Es gibt dann später auch noch ein gemeinsames Projekt von uns, aber jetzt machen wir eben so gerade so Tauschhäuser mehr oder weniger. Und das heißt, Britzelblub wird ein Haus für mich bauen, genauso wie es dann eben für Sophia und Kendra und die Kinder passt. Und dort werden sie dann eben einziehen. Das heißt aber, Morgan ist eigentlich in der WG dann alleine und grundsätzlich hat Morgan ja sehr viel Platz dann. Und ich vermute, dass Morgan dann auch in diesem Zug ausziehen wird und dann wird sich das Ganze so ein bisschen verlaufen und wir werden im Grunde in einen neuen Lebensabschnitt starten. Oh, und es gibt auch eine Veränderung dann jetzt in den nächsten Folgen, denn die Hochzeit von unserem, von Jasper und Liberty war jetzt ja gerade eben erst so. Vielleicht so ein bisschen Aufheiterungstechtelmechtel. So, und die Hochzeit von Jasper und Liberty war jetzt ja. Und deswegen würde ich sagen, die beiden könnten dann mal in die Flitterwochen fahren. Es wird ja nämlich auch Zeit, dass die so ein bisschen unterwegs sind. Und mein Gedanke dann war eigentlich, dass der kleine Gabriel in der Zwischenzeit hier in der WG wohnt. Also grundsätzlich könnte Gabriel, glaube ich, auch natürlich zu Josette gesteckt werden. Aber ich glaube, Jasper fühlt sich irgendwie wohler, wenn er bei seiner Schwester ist. Dann irgendwie vertraut er Kendra ja mehr. Und ich glaube, Gabriel hat auch eine bessere Beziehung zu der WG als zu seiner Schwester. Und vor allem dadurch, dass Morgan von zu Hause aus arbeitet, ist eben auch immer jemand zu Hause bei ihm. Und ich glaube, da fühlen sie sich ganz wohl alle zusammen. Und das heißt, wir werden hier ein Kleinkind einziehen lassen, vorübergehend. Dann müssen wir noch schauen, wo wir die ganzen Kleinkindsachen dann unterbringen. Und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wohin wir in den Urlaub fahren sollten. Also entweder fahren wir nach Granite Falls oder wir machen einen Urlaub in Selvadorada. Und ja, schreibt einfach mal rein, was ihr euch besser vorstellen könntet für die Familie. Und, also für Jasper und Liberty's Flitterwochen dann mehr oder weniger. Ich hätte ja wirklich gerne so einen richtigen Luxusstrandurlaub eigentlich. Aber mal schauen. Ich bin auch gespannt, wie es... ich glaube, in Granite Falls hat man eigentlich auch ja einfach ziemlich viel Schnee. Und in Selvadorada kann sein, dass es auch viel regnet. Ach, großartig. Na gut, das kann keiner dann reparieren, wenn sie aufwacht. Du kannst ja mittlerweile was trinken. Und dann vielleicht... Oh, wie geht's in deinem Naga? Du könntest Ace kurz beobachten. Aber grundsätzlich geht es ihm ganz gut. Da kannst du ihm ein Leckerli geben, ein bisschen mit ihm spielen. Und dann vielleicht dich um deine sozialen Netzwerke da kümmern. Denn immerhin ist das ja dein Job. Ich finde das eigentlich ziemlich praktisch bei ihr. Denn also sie macht sehr viel dann nachts. Also Leute, die jetzt so am anderen Ende der Welt wohnen. So vielleicht in Selvadorada. Man weiß ja nicht genau, wo Selvadorada ist. Die könnten dann dort mehr oder weniger immer auch bei ihren Streams und so weiter dabei sein, denn sie kann ja wirklich rund um die Uhr arbeiten, einfach weil sie nicht so viel Schlaf braucht. Und Kind des Mondes. Ach, ich habe mir gerade gedacht, du bist doch kein Einzelgänger, aber ja, stimmt. Ihre vampirischen Kräfte sind in der Nacht natürlich besser. Und ausgeruhter Nager. Gut ausgeruht zu sein, erhöht die Konzentration. Naga sind ja so weise. Und zufriedener Naga. Morgan ist vor lauter Niedlichkeit völlig aus dem Häuschen, nachdem sie ihr glückliches kleines Tierchen beim Flitzen durch den Käfig beobachtet hat. Also ich muss sagen, sie und ihr Bubalo, die beiden sind schon ein ganz süßes Pärchen. Und Naga spielt sie. Ja, ein bisschen gespielt haben sie auch. Mittlerweile beißt Ace auch zum Glück nicht mehr.
Ach Gott, das war ja am Anfang auch ein bisschen schwierig. So, lustiges Meme beginnen und ja. Ihr könnt ja auch mal schreiben in die Kommentare. Und zwar bezieht es sich jetzt nicht auf diese WG hier, sondern eigentlich eher auf unser anderer Haushalt, also Jasper und Liberty. Und, bester Tag überhaupt! Ich will mehr Follower! Und wir haben 9000 Follower dabei gewonnen. Wow! Und okay, nochmal 15. Aber jeder einzelne Follower zählt. So, dann könntest du vielleicht spielen. Spielen. Und dann noch ein bisschen livestreamen. Die Zuflucht. Ich finde ja die Zuflucht, also ich habe das letztens mal ein bisschen beobachtet. Er schaut ja eigentlich so ein bisschen aus wie Sims 4 Mittelalter. Sims 3 Mittelalter. Warte, einfach nur Sims Mittelalter? Ich bin gerade nicht sicher. Oh, das sind ja Bilder. Oh, ja, die Bilder habe ich komplett schon vergessen. 80.000 Follower? Was? Wie hast du denn das geschafft? Lustiges Meme. Okay. Na gut. Und 17.500. Ich glaube, es läuft gerade ganz gut bei Morgen. Vielleicht könnten wir da noch ein paar coole Sachen machen. Status übertragen. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass man ein virales Video hochladen kann, aber das ist bei mir aktuell noch nicht. Deswegen, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis das geht. Und ich glaube, die Sachen, die wirklich extrem viel bringen. Okay, da ist ja doch nicht auf diese. Aber das ist schon ein interessantes Spiel da, was die da so playen. Ja, auf jeden Fall, sie spielt aber so. Aber hier, dieser Bildschirm hier findet. Oder die Gilde. Ist das die Gilde? Ich weiß nicht. Aber da kämpft man doch nicht so aktiv. Gut, keine Ahnung. Dann hast du genug live gestreamt. Ich weiß nicht, ich finde es komisch, wenn man bei Livestream immer exakt die 1200 Follower bekommt. Und... Ah, 10.000. Ja, also ich glaube, das mit dem Status übertragen und dem Promoten läuft ganz gut, oder? Witze mit Followern teilen. Dann teil doch mal deinen Status. Vielleicht kriegen wir da noch mal ein paar. Dann hätten wir schon die Hälfte geschafft. Ich meine, bis zur nächsten Beförderung ist doch noch ein bisschen Zeit. Und wir haben wieder Schnee in San Myshuno. Ich finde, San Myshuno ist so wunderschön im Winter. Und auch, wenn man jetzt so hier beim Fenster sitzt und so wie sie eben viel von zu Hause aus arbeitet, da ist das ganze Fenster gefroren und man sieht draußen die... also weil sie da so hoch liegen, sieht man die ganzen Dächer, die mit Schnee bedeckt sind. Ich finde die Atmosphäre wirklich richtig, richtig schön. So. Und mit einem wunderschönen Blick auf... Oh, da hinten ist dann auch die Bucht. Ich glaube, da kann man mit der Fähre dann Richtung Windenburg fahren. Aber gut. So, und mit dem Blick auf den Sonnenaufgang, ja, wobei die Sonne ist schon aufgegangen, aber früh morgens in San Myshuno, möchte ich mich dann gerne von euch verabschieden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schreibt, wie gesagt, eure Ideen gerne in die Kommentare. Dann kann ich das nämlich aufnehmen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis bald. Ciao!